Ja, hallo, ich bin Dietmar Späth, bin vor etwas mehr als 58 Jahren in Fautenbach geboren und aufgewachsen, darf seit fast 29 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Muggensturm sein und habe das große Interesse, jetzt in der wunderbaren Stadt Baden-Baden das Amt des Oberbürgermeisters begleiten zu dürfen, um auch das tolle Baden-Baden wieder zu einem noch größeren Strahlen zu bringen. Bin verheiratet, habe zwei Jungs. Der eine ist 21 und studiert in Freiburg und der andere ist 23 und ist in Köln zu Hause inzwischen. Glauben Sie an den Klimawandel, also dass er menschengemacht ist? Der Klimawandel ist wohl von Menschen gemacht und überall auf der Welt zu spüren. Wird Baden-Baden 2035 klimaneutral sein? Daran arbeite ich. Was ist Ihre Lieblingsklimaschutzmaßnahme? Meine Lieblingsklimaschutzmaßnahme ist unter anderem auch der große Ausbau der Photovoltaikanlagen. Unsere Gemeinde Muggensturm ist schon seit Jahren so gut aufgestellt, dass wir an einem schönen Sonnentag die komplette Energie, die Notwendigkeit der Energie des gesamten Ortes von der Sonne gewinnen. Was ist Ihre Lieblingsklimaschutzmaßnahme im Alltag? Im Alltag. Ich bin sehr gern zu Fuß unterwegs, bin sehr gern mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube, das bietet sich auch an. Warum wollen Sie denn überhaupt Oberbürgermeister werden? Damit habe ich mich in der Tat sehr schwer getan, weil ich in einer wunderbaren Gemeinde Bürgermeister schon sein darf seit 28 Jahren. Aber die Entscheidung fiel, nochmal eine ganz große Herausforderung anzunehmen, um auch mein Bürgermeister-Dasein jetzt mit einer wunderbaren neuen Aufgabe abzurunden. Und da kam für mich wirklich nur die Stadt Baden-Baden in Frage. Also Baden-Baden hat viele Facetten, die in einer anderen Stadt so in diesem sehr nahen Bereich nicht zu finden sind. Ein unglaubliches kulturelles Angebot, eine glänzende Innenstadt, ein mundänes Erscheinen, ein charmantes Erscheinen und natürlich eine wunderbare, überragende Landschaft und darin eingebettet sehr, sehr schöne Stadtteile, wo man wirklich gern wohnt und wo man sich zu Hause fühlt, wo man einfach soziale Heimat hat. Welche drei Punkte wollen Sie unbedingt angehen, um Baden-Baden klimafreundlicher zu machen? Ausbau der Photovoltaikanlagen auf jeden Fall, ein neues Verkehrskonzept, Ausbau des ÖPNV. Okay, können wir darauf genauer eingehen, was für Sie Ausbau des ÖPNVs heißt oder neues Verkehrskonzept? Neues Verkehrskonzept heißt kurze Wege, schnelles Parken, keine Umwege mehr durch die Stadt, wenn sie nicht notwendig sind. ÖPNV-Ausbau heißt vor allen Dingen für die letzte Meile, das ist ganz besonders wichtig für ÖPNV-Nutzer, dass man, wenn man den ÖPNV benutzt, auch in der Stadt und rund um die Stadt dann auch noch Möglichkeiten hat. Ich habe das aus vielen Gesprächen erfahren, wie wichtig das für die Menschen ist, dass sie auch aus der Kernstadt, aus der Innenstadt dann auch noch in die Stadtteile kommt. Wie wollen Sie denn die Bevölkerung bzw. Ihre Kollegen davon überzeugen, von den Maßnahmen? Ich bin sehr gut bekannt als Motivator und Visionär und ich habe schon viele, viele Menschen für meine Ideen begeistern können. Das lebe ich vor. Das Vorleben ist das Allerwichtigste, das lebe ich vor. Dann nehme ich die Menschen mit, nehme ihre Ideen und Anregungen mit. Das ist mir ganz besonders wichtig, denn viele, viele Menschen haben viele gute Ideen. Und das gemeinsam zu bündeln, das ist mein Part, meine Aufgabe, meine Arbeit, was ich schon seit fast 29 Jahren sehr erfolgreich in Muggensturm absolviere und das ich sehr gerne auch für Baden-Baden mit einsetzen würde. Okay, wie genau wollen Sie da die Bürgerinteressen und eben Ihre Vorhaben zusammenbringen? Ja, ich bin ja jetzt schon in der Stadt unterwegs. Ich sammle schon Meinungen, viele, viele Ideen und Anregungen, die ich sammle, für mich werte, dann auch die Menschen zusammenbringe, die vielen Player zusammenbringen in Tourismus, Einzelhandel, Gastronomie, Lokalität, aber auch in den Vereinen, in den Stadtteilen ist mir ganz besonders wichtig, alle Ideengeber zusammenzubringen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln und natürlich auch den Gemeinderat dafür zu gewinnen. Okay, haben Sie schon, Sie sprachen schon darüber, dass Sie mit anderen Menschen hier aus der Stadt gesprochen haben. Haben Sie schon irgendwie so ein Konzept oder so eine Idee herausgefunden, die sich ganz besonders häufig irgendwie abbildet, also die Menschen ganz besonders häufig hier äußern? Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und Gesichtspunkte dann. Die Menschen wollen in einer sauberen, in einer sicheren Stadt leben. Sie sind ganz stark daran interessiert, ein sinnvolles Verkehrskonzept zu haben. Sie sind stark daran interessiert, mitgenommen und ernst genommen zu werden. Gerade auch in den äußeren Bereichen dann der Stadt hat man den Eindruck, man wird etwas vergessen. Das möchte ich ändern. Tübingen möchte bis 2030 klimaneutral sein und denkt deshalb darüber nach, den ÖPNV, der übrigens komplett elektrifiziert ist, kostenlos zu machen, Autofahren unattraktiv zu machen und
Parkplätze zu verringern. Sehen Sie darin auch ein Konzept für die Stadt Baden-Baden? Das ist eine große Herausforderung, auch für Tübingen. Denn das muss alles bezahlt werden. Und im städtischen Haushalt der Stadt Baden-Baden sieht es im Moment nicht ganz so rosig aus. Wäre eine wichtige Aufgabe, perspektivisch für die Zukunft solche Konzepte anzugehen. Da kann man auch draus lernen. 1:1 übersetzen kann man Tübingen mit Baden-Baden sicher nicht. Dafür ist Tübingen ganz anders strukturiert als Baden-Baden, auch was die Stadtteile betrifft. Von daher ist es eine interessante Idee, die man sich gerne anschaut und ein Stück weit auch daraus lernt. Aber 1:1 für Baden-Baden kann ich mir so nicht vorstellen. Okay. Was können Sie sich dann vorstellen? Sie haben vorhin schon mal ein bisschen das angesprochen, wie Sie eben planen, Verkehr attraktiver zu machen, ÖPNV attraktiver zu machen. Ja, wir haben ja Menschen, die aus verschiedenen Gründen nach Baden-Baden kommen. Diejenigen, die jetzt rein die Kultur dann erleben wollen, die können durchaus mit ÖPNV anreisen, das machen auch sehr viele, können hier in der Stadt entweder zu Fuß, kann man ja sehr schön machen in Baden-Baden, zu Fuß vieles erleben oder auch auf kurzen Wegen Taxi nehmen. Dann sind diejenigen, die natürlich gastronomisch und in die Hotellerie genießen wollen, die dann auch etwas später nachts heimfahren. Das heißt, auch da gilt es, noch ein ÖPNV-Angebot zu machen. Die werden aber wahrscheinlich auch mit Auto kommen, genauso wie diejenigen, die einkaufen wollen. Die einkaufen wollen, die ihren Kofferraum dabei haben wollen, um es mal so zu sagen. Und für die muss man sinnvolle Parkmöglichkeiten finden und Verkehrsführung, die sie nicht um die ganze Stadt leitet, sondern sehr schnell an den Platz bringt, wo sie auch ihr Ziel haben. Inwiefern werden Sie unserer Forderung nachkommen, den Klimaaktionsplan Baden-Baden so zu verschärfen, dass wir 2035 klimaneutral sein werden und unseren Strom aus 100% erneuerbaren Energien ziehen? Das ist ein interessantes Ziel und ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich gerne mit daran arbeite. Inwieweit und in welcher Zeitfolge das forciert wird, das muss man einfach mal sehen, diskutieren. Ich orientiere mich immer an dem Machbaren. Ziele muss man sich setzen, Wünsche kann man haben, aber es muss sich am Machbaren orientieren. Kostet alles auch ein Stück weit finanzielle Mittel, muss man einfach mit einbringen. Nochmals, es muss unser Ziel sein, gemeinsames Ziel sein, aller Generationen. Eine Stadt, eine Kommune möglichst schnell klimaneutral zu gestalten, auch mein persönliches Ziel. Okay, heißt die Plan schon, den Klimaaktionsplan zu verschärfen? Ob er verschärft werden muss, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall muss er eingehalten werden. Okay, gut, weil bisher steht dann nicht mal bei 2050 Netto Null oder Klimaneutralität. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir halt nicht genügend in den Ausbau erneuerbarer Energien hier investieren. Es wurde mit einem Grundsatzbeschluss eigentlich Windkraft abgelehnt. Klar, das ist ein heiß diskutiertes Thema hier. Was sagen Sie dazu zum Beispiel? Also ich bin generell kein Windkraftgegner. Wir selber als Kommunales Werk in Munkschurm sind auch an dem Ostsee-Windpark beteiligt, Baltic 2. Das heißt, wir fördern das schon. Man muss sehen, wo Windkraft Sinn macht, wo es weniger Sinn macht. Ich kann mir momentan keinen Platz vorstellen, Baden-Baden, wo Windkraft Sinn machen könnte. Da haben wir ganz andere Möglichkeiten, dann auch mit Wasserkraft und mit Solarlösungen dann auch viel, viel zu erreichen. Es gibt andere ganz ausgezeichnete Windkraftstandorte in anderen Regionen, auch bei uns in Süddeutschland oder auch in Deutschland generell. Das sollte man forcieren. Windkraft sehe ich in Baden-Baden so nicht. Aber die anderen regenerativen Energien, die gilt es mit zu verstärken und auszubauen. Okay, haben Sie da konkrete Ausbauziele? Für zum Beispiel Photovoltaik? Also ich kann Ihnen sagen, dass wir in Munkschurm in Relation eine 7-fach höhere Photovoltaikleistung haben wie Baden-Baden. Das ist ein ganz großes Ziel. Da werde ich alles dran setzen, dass sowohl die Privateigentümer als auch die Industriebetriebe, die Unternehmer auch das große Ziel haben, mit ihren meist großen Dachflächen auch für verstärkt Photovoltaik und Solar zu sorgen. Nochmal zum Thema Windkraft. Und zwar wird ja auch diskutiert, eben Windkraft in der Rheinebene anzubauen. Anzubauen ist ein blödes Wort, vielleicht einfach Windkraft in der Rheinebene zu installieren, da dort das auch als ein windhöfiger Standort gilt, wo eben auch effektiv dann Strom erzeugt werden kann, die Zufahrtswege vorhanden sind und nicht zu viel Naturraum zerstört werden muss. Können Sie sich die Rheinebene als Standort vorstellen oder auch nicht? Da muss man sehen, die Rheinebene ist groß und lang, das muss man sehen, wo man das installieren kann. Da gibt es Gebiete, da kann man das sicherlich machen. Hier bei uns in unmittelbarer Nähe könnte man es jetzt so auch nicht vorstellen. Aber natürlich die Rheinebene generell auszuschließen, das wäre natürlich zu weit gegriffen. Da muss man sehen, es sind ja auch am Rheinweg entlang sind ja auch Wasserkraftwerke. Inwieweit, das könnte ich mir vorstellen, das sinnvoll zu kombinieren. Okay, und Windkraft auf zum Beispiel Anhöhen des Schwarzwalds, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Hornisgrinde oder auf der Roten Lache? Mir gefällt es nicht. Okay, also eher ein ästhetisches Argument. Als Bürgermeister von Munkschurm, haben Sie ja gerade eben auch schon angesprochen, wollen Sie auch Ihre Erfahrung in Baden-Baden mit einbringen. Inwiefern können Sie diese Erfahrung auch für den Klimaschutz nutzen? Ich habe es ja gesagt, ich habe große Erfahrungen, was es betrifft, Unternehmer
zu motivieren, in die Photovoltaikanlagen zu investieren. Wir hatten eine der drei größten Photovoltaikanlagen Süddeutschlands in Muggensturm. Das heißt, ich habe die Menschen mit begeistert, motiviert. Natürlich waren wir Vorreiter als Kommune. Die erste Bürgersolaranlage war bei uns, haben wir selber installiert. Da ging es los schon vor 20 Jahren und sei dort ein stetiger Anstieg der Photovoltaikanlagen bis hin, dass wir jetzt wirklich mit Abstand die energieträchtigste Gemeinde sind, was Photovoltaik betrifft, sowohl im Landkreis Rastatt als auch darüber hinaus. Sehen Sie ein Problem darin, dass Baden-Baden ja Weltkulturerbe ist, um das Ganze mit dem Klimaschutz zu vereinigen? Das muss man kombinieren, das muss kombinierbar sein. Welterbe, Weltkulturerbe ist ganz, ganz wichtig und eine tolle Auszeichnung für Baden-Baden. Aber genauso wichtig ist auch Klimaschutz, nachhaltigen Klimaschutz, und da muss Photovoltaik eine große Rolle spielen. Okay, und dann noch eine Frage, und zwar um nochmal auf die CO2 oder die Einsparung von CO2-Emissionen in Baden-Baden zurückzukommen. Der Gebäudebestand ist ja ein sehr alter, der häufig auch nicht sehr energieeffizient ist. Haben Sie da einen Plan, eben diese Gebäude zu sanieren, vielleicht auch in Kombination mit dem Denkmalschutz oder sowas? Also ich würde mir schon wünschen, dass viele Gebäude, die energietechnisch nicht gut aufgestellt sind, dass die erneuert werden. Da muss man auch an die Privateigentümer rangehen. Ich kann mir über Sanierungsprogramme schon gut vorstellen, das haben wir in Muggensturm auch gemacht, schon seit 20 Jahren mit Sanierungsprogrammen, mit Zuschüssen an die Privateigentümer, dazu zu motivieren, die Häuser zu sanieren, energietechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Das war ein großes Erfolgsmodell. Also vielen Dank für das Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei unserer Interviewserie mitwirken. Genau. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg für die Wahl. Vielen Dank für euer Interesse. Dankeschön. Gerne.